Liebe Advente, Herr Gemeinde, liebe Kinder und Jugendliche, liebe Familien, liebe alte, kranke und einsame Menschen. Zu unserem adventlichen Zusammensein heiße ich euch alle herzlich willkommen. Am vierten Adventssonntag erzählt der Evangelist Lukas, was der Engel Gabriel Maria verkündet hat. Gott, Maria, hat dich auserwählt. Du sollst die Mutter des Sohnes Gottes werden. Und wir hören, wie Maria dazu Ja sagt. Ganz anders in einem Text des Schweizer Schriftstellers Max Frisch. Am Rande einer Straße ein dichtes Gedränge von Leuten. Ein Polizist erscheint und fragt, was ist da los? Inmitten der Leute ein junger Mann, kein Bettler, aber heiter, unbefangen. Neben ihm ein offener Koffer mit Marionetten. Eine hat er herausgenommen und hält sie eben an den Fäden. Das hölzerne Männlein spaziert auf dem Pflaster hin und her, ja, bewegt die Gliedmaßen. Der Polizist fragt, was soll das? Der junge Mann antwortet, indem er auf die Puppe zeigt, Jesus Christus. Der Polizist ist empört. Das geht nicht. Hier nicht. Das geht nicht. Dem Ja Mariens zu Jesus steht das Nein des Polizisten gegenüber. Das geht nicht, dass Jesus hier öffentlich gezeigt wird. Ebenso spricht Elisabeth das Ja. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In der heiligen Nacht kommen die Hirten zur Krippe, bringen ihre Gaben, knien nieder und sprechen das Ja zu Jesus. Die Weisen aus dem Osten kommen, bringen ihre Gaben, knien nieder und sprechen das Ja zu Jesus Christus. Auch wir kommen und bringen unsere Gaben, Brot und Liebe, Glaube, knien nieder und sprechen das Ja zu Jesus Christus. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Weihnacht. Steht, Kind.
Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich darf Ihnen heute ein Weihnachtsgericht präsentieren, das Sie auch ein bisschen zum Schmunzeln bringen soll. Es stammt aus der Feder von James Criss und trägt den verheißungsvollen Titel Die Weihnachtsmaus. Die Weihnachtsmaus ist sonderbar, sogar für die Gelehrten, denn einmal nur im ganzen Jahr entdeckt man ihre Fährten. Mit Fallen oder Rattengift kann man diese Maus nicht fangen. Sie ist, was diesen Punkt betrifft, noch nie ins Garn gegangen. Das ganze Jahr macht diese Maus den Menschen keine Plage, doch plötzlich aus dem Loch heraus kriecht sie am Weihnachtstage. Zum Beispiel war vom Feingebäck das Muttergut verborgen, mit einem Mal das Beste weg am ersten Weihnachtsmorgen. Da sagte jeder rundheraus, ich habe es nicht genommen. Das war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein anderes Mal verschwand sogar das Marzipan von Peter, was seltsam und erstaunlich war, denn niemand fand es später. Der Christian rief darunter heraus, ich habe es nicht genommen. Das war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein anderes Mal verschwand vom Baume, an dem die Kugeln hingen, ein Weihnachtsmann aus Eierschaum, nebst anderen leckeren Dingen. Die Nele sagte rundheraus, ich habe nichts genommen. Das war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Und Ernst und Hans und der Papa, die riefen, welche Plage, die böse Maus ist wieder da und just am Feiertage. Nur Mutter sprach kein Klagewort, sie sagte unumwunden, sind erst die Süßigkeiten fort, ist auch die Maus verschwunden. Und wirklich war, die Maus blieb weg, sobald der Baum geleert, sobald das letzte Festgebäck gegessen und verzehrt. Sagt niemand nun bei ihm zu Haus, bei Fränzchen oder Lieschen, da gäbe es keine Weihnachtsmaus, dann zweifle ich ein bisschen. Doch sage ich nichts, was jemand kränkt, das könnte euch so passen. Was man von Weihnachtsmäusen denkt, bleibt jedem überlassen. Ich darf Ihnen in diesem Sinne eine besinnliche Weihnachtszeit und viel Gesundheit für das Jahr 2021 wünschen. Gur, gur!